zum Einkaufen gehen. Hat er schon gehört, es sind schon wieder ein Haufen Soldaten aus der rumänischen Armee zur Wehrmacht übergelaufen. Das ist ja kein Wunder. Unsere Männer werden immer so schlecht behandelt. Die Gremiumer Schläge essen. Fleisch haben sie noch dazu. Ich habe gehört, dass bis zu 10.000 Volksdeutsche wieder in die Wehrmacht eintreten. Ob das klappt? Ich denke, die schicken sie wieder zurück. Die können doch nicht von der Rumäner weglaufen und zu den Deutschen übergehen. Wieso nicht? Die kämpfen doch alle auf die gleiche Seite. Also ich habe gehört, dass eine Rückführung von den volksdeutschen Soldaten unter gar keinen Umständen vorkommt. Es hätte ja gerne die Regierung von dem Antonescu willen, aber der andere, der dort in Deutschland, hat es abgelehnt. Das stimmt. Auch die Angehörige von den volksdeutschen Soldaten dürfen nicht verfolgt werden. Im Februar hat schon Verhandlungen gegeben zwischen den Rumänen und den Deutschen. Was haben sie denn nun schon wieder verhandelt? Na, dass ein Volksdeutsche in die deutsche Armee sollte. Wollten die nicht irgendwann mal mit der Musterung anfangen? Das haben sie schon immer Bild gemacht. Die Ersten sind schon wieder weg. Die Volksdeutsche, die im rumänischen Heer sind, dürfen auch gehen. Aber die Offiziere, die Unteroffiziere und ihre ganzen Spezialisten, die hat es ja doof. Die Regierung hat noch das Abkommen am 12. Mai unterschrieben. Ja, sagt mir leid, lest ihr keine Zeitung? Das habe ich auch gelesen. Und da stand noch viel mehr drin. Mit 17 Jahren, stellt euch mal das vor, mit 17 Jahren dürfen unsere Kinder sich freiwillig zur deutschen Wehrmacht melden. Und die rumänische Staatsbürgerschaft und ihre ganzen Rechte dürfen sie behalten. Aber nur 60 Ärzte lassen sie gehen. Und sie müssen eine Erklärung unterschreiben, dass sie freiwillig gehen. Die Rumäner versprechen, dass die, die nicht zur Musterung gehen, auch nicht gestraft werden. Aber all die Freiwilligen müssen bis Ende Juli das Land verlassen. Und mitholen dürfen sie so gut wie nichts. Nicht mal der Ehe und die Uhr? Das dürfen sie mitholen und ein bisschen essen. Aber wir, die da bleiben, kriegen gar keine Unterstützung vom rumänischen Staat. Hoffentlich kommt mein Mann aus dem Krieg bald heim. Sonst müsste ich die Witwenrente vom deutschen Staat kriegen. Dein Mann, der ist immer wieder auf die Füße gefallen. Der wird schon wieder heimkommen. Aber ich muss jetzt schauen, dass ich was in den Suppentopf kriege. Ich muss gehen. Wort, wir gehen mit. Heute hat ich nichts Gutes gehört. Und der rumänische Regierung, ihre Unterstützung im deutschen Krieg, wird auch immer schwächer.